Das Reinheitsgebot wurde 1516 von Herzog Wilhelm IV. In Ingolstadt erlassen und feiert in diesem Jahr 500 Jahre Geburtstag. Das Reinheitsgebot besagt, dass zum Bierbrauen nur Wasser, Gerstenmalz und Hopfen verwendet werden dürfen. Der Grund, warum dieses Gebot erlassen wurde, lag daran, dass man zu dieser Zeit giftige Kräuter, Ochsengalle und so weiter ins Bier hineinmischte. Die Qualität des Trinkwassers war schlecht und man trank lieber einen Krug Bier wie einen Krug Wasser. Auch wollte man den für die Bevölkerung zur Ernährung so wichtigen Weizen vom Bierbrauen ausschließen. Trotz einiger Modifikationen, wie zum Beispiel die Aufnahme der Bierhefe ins Reinheitsgebot, hat es bis heute Bestand. Und wir in Distelhausen brauen unsere Biere nach wie vor nach diesem deutschen Reinheitsgebot.